Zone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Manic Mechanics. Wir drücken A, um zu starten, und wir befinden uns zwar nicht auf einer Couch, aber wir tun mal so. Howdy, Fremdling, willkommen auf der Okta-Insel, Heimat der besten Mechaniker der Welt. Brauchst du Hilfe, um die alte Mühle flott zu kriegen? Oh, Moment mal, den Blick kenne ich doch, du bist Konkurrenz. Glaubst du, du hast das Zeug, deinen Platz auf Mount Schraubmeer bei der alten Manic Mechanics, bei den anderen Manic Mechanics zu erkämpfen, hm? Dann zeig mal, was du drauf hast. Geh erst einmal zur Touristeninfo, um zu üben. Danach erwarte ich dich bei meiner Werkstatt für einen ersten Test. Okay. Touristeninfo. Du willst also lieber noch etwas dein Können aufpolieren, was? Nur keine Angst vor der guten Betty. Na dann, aufgepasst und hergehört. Du musst viel lernen, also fangen wir gleich an. So, bewegen und mit Y... Oh, sprinten. Nimm dein Rad vom Fließband. Pumpe das... Oh, Rad an der Pumpstation. Auf. Okay, montiere... Das Rad an das Fahrzeug, sehr gut. Hol dir einen Motor vom Fließband. Repariere den Motor an der Reparaturstation. Halte X zum Aufladen gedrückt, lass dann los, um den Motor zu reparieren. Okay. Perfekt. Und jetzt eine Tür vom Fließband. Drücke B, um die Tür auf die Lackierstation zu werfen. Halte RB gedrückt, wenn du zielen musst. Okay. Lackiere die Tür an der Lackierstation. Mach eine Bewegung nach links und rechts, um die Tür zu lackieren. Ach so, okay, so, dann so, dann so, okay. Und die Tür ans Fahrzeug. Hol dir den Mob aus der Mobstation. Ah, hier. Wische den Farbfleck mit dem Mob auf. Okay. Nimm dein Premium-Rad. Oh. Okay, das wird dann gleich montiert. Das ist fertig. Repariere das Fahrzeug vollständig. Also das... Dieses Fahrzeug braucht alles, wie es aussieht. So, und hier, oh, gedrückt halten, okay. Jawohl, wow, das hast du hübsch hingekriegt, Schätzchen. Hm, vielleicht bist du ja die Art von Schrauberling, die wir suchen. Wie wär's, zeigst du mir mal, was du drauf hast auf meinem Schrottplatz? Ich kann da immer etwas Hilfe gebrauchen, und wenn du dich patent anstellst, lege ich ein gutes Wort bei den anderen Manic Mechanics ein, dann kommst du im Nu voran. Schwing deine Haxen zu meinem Schrottplatz, dann sehen wir, was du kannst. Was du so kannst, okay. Ah ja, mit Y können wir sprinten. Okay, hier ist der Schrottplatz. Muttern und Schrauben, wo sind meine Manieren? Betty heiße ich. Besitzerin und Chefmechanikerin von Bettys Schrottplatz. Das alte Mädel ist meine Werkstatt. Ist sie nicht eine Pracht? Wenn du dir auf der Okta-Insel einen Namen machen willst, fängst du am besten hier an. Zeigst du mir, was du drauf hast, und hilfst mir ein wenig? Klar machen wir das. Okay. Schrottplatz-Samba. Wir können uns hier mit X können wir uns ansehen, wo was ist. Also hier links Motoren, in der Mitte oder auf der rechten Seite eben Reifen und ganz rechts die Lackierstation. Und ganz links der Mob. Okay. S
So. Badum, badum, badum. Kann ich das... Ah. Und den Motor machen wir hier. Ah, gedrückt halten. Okay. Auto fertig. Nächstes. So, auch hier. Okay. So, gleich weiter hier im Takt. So, können die Reifen auch platzen? Hm. Wir haben auf jeden Fall noch 2 Minuten 41. So. Oh. Sehr gut. Darauf müssen wir auch ein bisschen achten, wenn so ein Premium-Teil vorbeifliegt. Und hier oben sehen wir immer, was wir reparieren müssen bei dem nächsten Fahrzeug. Also eh alle drei Sachen. Ach, schon wieder. Daneben. So. So, los geht's. Und ich muss immer irgendwie hier, genau, einen Blick auf das Fließband werfen, um keine Premium-Teile zu übersehen. Beginnen wir gleich hier. Ein Premium-Teil. Sehr gut. Das heißt, einmal Reifen noch, dann haben wir auch das hier fertig. 32 Sekunden noch. Drückt halten. Aha. Das geht sich ohnehin nicht mehr aus. 1110, jetzt schauen wir mal, ob wir 1163. Okay, auch für nicht ganz fertig reparierte Autos bekommen wir noch Punkte. Vier Premium-Teile montiert. Überstundenbonus. Okay, 1163. Ist, glaube ich, nicht schlecht. Auf jeden Fall drei Zahnräder. Oh. Ich will hier... Ach so. Okay. Ich will hier rauf. Das, ja, vielleicht, wenn ich das hier erledigt habe, vielleicht geht's dann darauf. Schauen wir mal. Booste Y zu 5 Objekten. Okay. Prächtige Arbeit. Zeit für die nächste Lektion.
Spoilers, in dem Prinzip auch nur anders angebrachte Türen, verpasse ihnen einen Klecks, neue Farbe an der Lackierstation und montiere sie dann an. Bei meinem Wägelchen bevorzuge ich ja eher den natürlichen Look, aber Geschmäcker sind ja heutzutage verschieden. Okay, also. Spoiler. Okay. Spoiler, Motor und Reifen. Gut. Ja, toll. Ja, hat funktioniert. So. Wir beginnen bei den Reifen. Und wie gesagt, immer einen Blick bezüglich Premium-Teile. So. Und pum, pum, pum. Der erste wäre soweit fertig. So. Aber hier gibt es dann wirklich nur. Oh. Habe ich nicht getroffen. Hier gibt es wirklich dann nur die Spoiler und keine Türen. Ich dachte schon, dass hier manche Autos Türen benötigen und andere wieder Spoiler. Ich nehme an, dass das später dann der Fall sein wird. Okay, wir brauchen noch einen Reifen. Und einmal den Motor. So, dann haben wir hier wieder Motor. Oh, daneben. Jetzt schauen wir mal, wenn ich den nicht ganz fertig mache und erst später wieder dazu komme, wie es dann aussieht. Ja, das ist genau zum Teil dann fertig. Das ist cool. Also wir müssen es nicht auf einmal fertig machen. Gut zu wissen. Na komm. So. Ich will den Reifen. Ach so, warum will ich den Reifen? Oh, 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 oh. Sehr gut. Ja, läuft eigentlich ganz gut. Ich weiß nur noch nicht, wofür ich dann den Mob brauche. Bin ich hier langsamer dadurch? Ich könnte es jetzt echt nicht sagen. Oh, stopp. Den legen wir mal beiseite. Den machen wir fertig. Und der nächste. Oh. Okay. So. Spoiler brauchen wir noch. Und nur noch 16 Sekunden. Okay, das geht sich keinesfalls mehr aus. Aber bringt auch noch 10 Punkte. Okay. Jawohl. Läuft ganz gut. Das ist sicher dann auch zu Mert ein Riesenspaß. Okay, das ist noch nicht runtergegangen hier.
Ah, hier kommt man rüber dann. Oder? Kann man hier schon... Ja, hier kann man schon fahren. Und? Haha. Oh, können wir hier? Nö. Oh, doch, wir können bestimmt. Ja. Wie kommen wir hier rüber? Hier durch? Kommen wir hier rüber? Das können wir bestimmt irgendwie öffnen. Gebt Fracht. Ah, und jetzt haben wir beide Teile hier rechts, also Türen und Spoiler. Das heißt, jetzt müssen wir aufpassen, welches Teil wir drauflegen. Okay. So, erstmal Zeug hergeben. Ups. Der braucht sowohl Tür als auch Spoiler. Was ist jetzt? Ah! Okay, der versperrt mir den Weg, oder? Ja, sieht so aus. Okay. Auf jeden Fall auch auf Premium-Teile achten. Nicht vergessen. Das brauchen wir gar nicht. So, nächstes Auto. Was braucht das? Reifen vielleicht? Das und einen Motor. Den haben wir zufälligerweise auch schon fertig. Ups. Wir brauchen... eine Tür. Eine Tür. Oh. Was für ein Glück. Kommt zufällig eine Premium-Tür daher. Ein Spoiler? Gerne. Eine Tür. Die machen wir trotzdem noch fertig. Und einmal Reifen, da holen wir uns gleich neue. So, der nächste braucht was? Auf jeden Fall keinen Motor. Sondern Reifen. Kann ich hier... Reifen. Und einen Spoiler. Oh. Mann, das läuft nicht schlecht. Oh, Motor. Sehr gut, sehr gut. Und einmal Reifen. Jetzt, okay, man kann hier nicht drüber werfen. Spoiler, bitteschön. Einmal. Und zweimal. Oh, der braucht zwei Reifen. Okay. Wupp. Tür haben wir zufällig. Okay, auch hier eine zweite.
Oh, fast. Ja, wunderbar. Hier, das hier geht nicht auf. Irgendwie kommen wir da bestimmt hin. Hupen, Hupen. Können wir darüber? Nö. Wer ist da? Ah, Frischfleisch. Gerade rechtzeitig, um mir bei einem kleinen Experiment auf dem Friedhof dran zu gehen. Du wirkst für diesen Teil der Stadt noch etwas unerfahren. Komm wieder, wenn du dir 30 Zahnräder verdient hast. Okay. Dann kann ich einen neuen Teil der Stadt freischalten. Momentan haben wir 12. Wir können hier verschiedene Charaktere auswählen. Sehr cool. Okay, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.